Hallo und herzlich willkommen zurück zu Control. Ich bin Mr. Katafir, let's play das Kaninchen. Und wir müssen uns ein wenig unserer Vergangenheit stellen. In der Drehscheibe. Sterling Ave? Drehe die Drehscheibenschiene, um den Bereich für das Ave in Ordinary zu erreichen. Ordinary Dumpsite? Och nö! Wieso ist denn da unten ein Stachel? Kann ich dich damit ärgern? Mal her. Mann, 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 da beginnt er gleich richtig gut hier. Ich wollte doch eigentlich nur eine von diesen Explosionspilzkugeln haben, um den Stachel ein wenig zu ärgern. Aber offensichtlich mochte der Stachel Freunde. Okay, schnell das holen und hier rüber, damit der Stachel uns nicht ärgert. Der kommt jetzt zum Glück ja nicht hier hoch. Da sind noch mehr Pilze. Da oben ist auf jeden Fall was, aber da kommen wir nicht so schnell hin. Irgendwie müssen wir das hier drehen. Da ist die Tür zu. Ist was da hinten? Lass mal ganz kurz da hinten gucken, was da ist. Da unten sieht es aus wie ein Schalter. Ist das ein Schalter, aber dafür ist es zu hoch. Da komme ich nicht ran. Ansonsten fliegen wir einfach mal darüber. Ja. Ich bin noch dabei, Jesse. Komme ich da hoch? Nein, warte. Oh, Bridge Operator. Naja, wer lesen kann, ist klar. Vorteil. Hallo. Gib mir den Stuff. Vielleicht soll ich die Waffe wechseln. Weil das hier ist alles sehr eng. Wenn dann... Lebst du noch? Du lebst noch. Arbeitsschat Szene. Das ist die andere Seite. Rate mal, wer gerade eine Anlieferung hunderter winziger kleiner Schachteln infizieren muss. Das war ich. Und weißt du, was ich in jeder Schachtel befand? Ein einzelner. Menschlicher. Zahn. Scheiß ekelhaft. Woher kommen die? Zahnfee? Hat jemand die Zahnfee entdeckt oder was? Hey, Buddy. Weiß nicht, ob du noch lebst. Was passiert jetzt hier? Jetzt kann ich das drehen oder was? Ja! Wir können die Tür öffnen. Ja! It won't rotate. Something's blocking it. Ah, ich frag mich was. Mal gucken, ob da drüben was ist. Das will ich mal gleich erkunden, wenn wir hier die Sicherheit des Weges haben. Oder wenigstens noch rüber gucken. Aber es sieht nicht aus, als wäre da was. Das ist einfach nur Raum. Na, wir bleiben beim dem nicht explosiven. Einladendes Foto. Sehr, sehr einladend. Was ist das hier? Warum ist das hier? Sorry, Jesse, sorry. Ich bin super nervös gerade. Was? Ich weiß halt nicht, was mich erwartet. Die Musik macht gerade nicht besser. Super.
atmosphärisch. Und diese Geräusche, es ist so atmosphärisch. Oh, das ist so gut gemacht. Das ist gerade richtig gut gemacht. Gefällt mir. Mein Gott! Was? Warum? Nein! Kackbratzer! Wo bist du? Wo bist du? Mist! Ich hab keine vernünftige Fernkampfwaffe. Oder Nahkampfwaffe. Ich muss die Waffe austauschen. Ich muss auf Griff gehen. Es war auch einfach plötzlich super angespannt. Ich weiß nicht, wie es plötzlich so angespannt gruselig werden konnte. Ah, dann war es nur so ein dummes Vieh. Okay. Planänderung. Wir nehmen nicht den Lader, wir nehmen Griff. Und Griff hatte jetzt auch die Möglichkeit, ein bisschen neue Ausrüstung zu bekommen. Dich brauchen wir nicht. Genauigkeit brauchen wir auch nicht. Davon haben wir mehr als genug hier. Meine Güte, wie viel wir jetzt hiervon haben. Guckt euch das an, wie viel wir von diesem ganzen Kram hier schon haben. Und das ist 48% Schaden. Den können wir aufheben für eine andere Waffe. Aber wir müssen jetzt noch einen dritten finden. Hier, da packen wir jetzt... Genauigkeit könnten wir reinpacken. Nachladegeschwindigkeit ist auch gut. Aber eigentlich ist, glaube ich, Kopfschussschaden ganz gut. Weil ich glaube, wir können damit schon auch mehr oder minder auf Köpfe treffen. So. Neuer Versuch. Jetzt wissen wir, was auf uns zukommt. Wir sind nicht mehr so schreckhaft. Ist das Ding, die eine Waffe hat... Hätte mich getötet und die andere Waffe hat sehr, sehr lange zum Aufladen gebraucht. Das führte dann zu noch mehr Panik und naja, das Ergebnis. So, komm her. Wenn man nicht in Panik verfällt, dann ist das auch alles... Leichter. Ich glaube, das war das, was so gruselig war. Der Rest ist nicht mehr gruselig. Lebensgute schnell. Was für geile Bilder. Meine Güte. Der Fotograf gehört auch auf jeden Fall zu den Besten seiner Kunst. Was machst du hier? Na klar. Hallo. Was anderes hier? Oder nur das? Nur das, okay. Und hier hinten? Aber da waren wir, glaube ich, schon, ne? Ne, da waren wir noch nicht. Wie kommen wir da hin? Wie komme ich da hin? Wie komme ich hier rein? Seit wann kann ich Wände kaputt machen? Betonwände kann ich also kaputt machen? Willst du mir das damit sagen? Kann ich alle Betonwände kaputt machen? Also die einfach nur bloßen, unverputzter Beton sind? Kann ich also diese Wand hier auch kaputt machen? Fuck.
Naja, gehen wir mal weiter. Was war das wieder für ein Geräusch? Ach, diese Geräusche machen mich... Fertig. Okay, mehrere Stromquellen. Schicken wir schon mal eine in die entsprechende Fassung. Hier ist der nächste. Dich bringen wir gleich mal darüber. Dass du schon mal auf halber Strecke wenigstens bist. Und das ist einfach ein Hubschrappschrapp. Irgendein Hubschrappschrapp. Ein Aufzug. Eine Tür. Mit einem weiteren Generator. Ist das ein Hinweis, dass ich die Wand anreißen kann? Okay. Versuche ja gerade jetzt ein bisschen herauszufinden, woran ich erkenne, dass bestimmte Wände zerbombbar sind. Irgendwas muss es da ja geben. Okay, der Aufzug ist da zum Ordinary. Ave. Warte, aber bevor wir da hingehen. Hier ist nichts. Okay. Warum steht da ein riesiger Hubschrauber? Aufwärts, bitte. Ich finde das Outfit richtig gut von ihr. Hallo. Oh, sei mein. Du bist nämlich ein großer, du hast ganz, ganz viel Lebensenergie und bestimmt auch Fähigkeiten. Der lenkt dann auf jeden Fall erstmal einiges an Feinden hier ab. Zeig dich! Komm her, wir nehmen ihn in die Zange. Sehr gut. Oh, du bist tot. Ups. In Ordnung. Hier ist ein Kontrollraum. Oh, da können wir nichts mit machen. Ist das hier drüben eine Akte? Ja, das ist eine Akte und ein Goodie. Ja, das ist mir egal. Personalschutz. Fest. Mach doch. Das hier ist spannender. Nee, geh mal weg. Personalschutz. Dankeschön. Flugzeugüberprüfungsauftrag. Das fragliche Flugzeug wurde von einem privaten Flugzeug, kein Hubschrappschrapp. Das fragliche... Ach, das sind die, die Tragflächen, die da einfach draufgelegt sind. Ach, ich dachte, ich hatte irgendwie im Kopf, dass das die Rotoren sind. Das fragliche Flugzeug wurde von einem Privatflugplatz in der Nähe von Cincinnati hergebracht. Es steht unter Verdacht, mit dem Ave von im Zusammenhang zu stehen. Siehe Fallakte für weitere Informationen. Und wird derzeit auf gewandelte Eigenschaften hin untersucht. Das Flugzeug wird momentan im Transitkorridor des Isolationssektors gelagert, wohin es durch die U-Bahn-Tunnel von New York gebracht wurde. Besonderer Zugriff. Weitere Informationen zu Tunneln, Verbindungen, Großstadtgelegenen, die mit Geisterbahnhöfen, verlassenen Gleisen und zu tun haben. Die Blackbox des Flugzeugs wird derzeit auf hin untersucht und ein Forschungsteam hat erste Messungen vorgenommen, obwohl bisher noch keine gewandelten Eigenschaften festgestellt werden konnten. Gut, dass wir da einfach jetzt einen Flugzeugwagen haben rumstehen. Ich weiß nicht, warum ich dachte, dass das halt die Rotoren sind. Keine Ahnung. In meinem Kopf macht es Sinn. Was eine Riesentafel. Warum? 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 Was ist das für ein Raum? Drei Tische?
Mit zwei Stühlen und einer riesigen Tafel? Das macht alles keinen Sinn hier. Ich gehe. Das ist mir zu unlogisch. Ich habe gehört, Sie wollten mir helfen? Tschüss! Ave in Ordinary Phase 1a. Auf dem ersten Dia war ein Zimmer mit schmutziger Tapete und Puppen auf einem Regal. Es gab eine Menge Puppen. DF ist bestimmt Dylan Faden. Das Haus war leer, keiner wohnte da. Wir spielten dort sehr viel. Es war unser geheimes Spielhaus. Jesse Faden, Therapiesitzung. Ich bin mit Neil zur Schule gegangen. Einige der Kinder nannten ihn Neil den Nasenbluter, vermutlich Neil Hosenberg, vermisst. Es war gemein, er hatte Asthma. Tom, Anmerkung vermutlich Tom Barlow, vermisst. Und seine Bande Freddy, Anmerkung Freddy Frederick, vermisst. Hugo, niemand mit diesem Namen in dem System gefunden. Hänselten ihn. Wir brachten Neil zur Müllhalle zum Spielen. Unbestätigte Existenz eines weiteren Dias, Bezeichnung Haus. Eines weiteren Dias. Ich meine, gut, er sagt doch das erste Dia, das heißt, es gibt mindestens zwei Dias. Und da war eine Person, die haben mit einer Person gespielt, die nicht existiert, die niemand kennt. Muss man ja eher so sagen. Verschwinde mal bitte leiser. Ja. Muss ich hier durchgehen? Muss ich durch den Sicherheits... Ist hier ein Knopf? Oh, pfff. Boop! Hallihallo? Was redet denn hier die ganze Zeit? Was ist das? You're listening to America over... You're listening to America Overnight, celebrating 29 years, shining a light in the shadows. Thank you for staying with us. Here's our first caller. Hi. What I'm about to tell you, if they found out, I don't know what would happen. If who found out, brother? The men in the suits. They told me it was an industrial accident, but this is something else. Something nobody talks about. Ordinary. This certainly doesn't sound very ordinary, caller. No, not ordinary. Ordinary. It's a town. And it wasn't an industrial accident. I mean, that's what they said, but that's bullshit. Whoa, please watch the language, caller. It may be 2 a.m., but we're still a family show. I'm sorry. It's just, my brother lived there. They said the town was destroyed, but it wasn't. I went there. The people are gone, but the town's there. It's still there. So the population of an entire town disappears, yet the town remains. Tell me, was the phrase, there is no salvation, written anywhere? I'm not sure. The same thing happened in Brazil in 23, a village called Hor Verde. More than 600 people just up and left. The government said they were fleeing guerrilla forces, but we know the truth. A mass abduction. As predicted by my regular guest, Dr. Quincy Reagan. Abduction? You mean aliens? That's bullshit! I know they're lying! Now, I warned you about the language, caller. I'm afraid we're gonna have to cut you off. And good timing, too. It's time for a short break. Hang in there. America Overnight will be right back. Ich wusste nicht, dass Ordinary Verschwörung heißt. Das ist natürlich ein bisschen sehr lustig. Eine sehr lustige Verwendung der Worte. Zusammenfassung. Ein in der kleinen Stadt Ordinary aufgetretenes Ave ließ sich auf einen von Kindern auf einer Müllhalde außerhalb der Stadt entdecktes Objekt der Macht zurückführen. Wenn bestimmte Dias in den Projektor eingelegt werden, öffnen die projizierten Abbildungen Tore zu einer anderen Dimension. Die Kinder nutzten mehrere Dias und verursachten somit das Verschwinden der erwachsenen Stadtbevölkerung. What? Am 30. August 2002 spielten die Geschwister...
P6 und P7 auf der örtlichen Müllhalde und entdeckten dabei den weggeworfenen Diaprojektor. Einer von Direktor Trench und Dr. Darling geleitetes Team erreichte am 14. September den Ort und entdeckte die Faden-Kinder nach beendetem Ave. Sie führten das Team zum Dia-Projektor und den Dias, von denen nur eines nicht verbrannt war. Als das Team die beiden in Gewahrsam nehmen wollte, gelang Jesse die Flucht. Insgesamt wurden 17 Überlebende in der Stadt gefunden. Sie alle wurden befragt und Tests unterzogen, sowie Akten über das Primärkandidatenprogramm. Ein 11-jähriges Kind, gelang die Flucht für euch? There is a curious correlation with the yet unknowable forces intruding upon our world, in the form of altered world events. These forces gravitate toward archetypal objects, a gun, a television, a supposedly haunted house. So clearly humanity affects this process. Our collective unconscious is a map of sorts. We hold the key, but we don't know how to use it. We create these archetypes through everyday life, popular culture, urban legends, but we are observing and influencing a complicated system in action. We can change the likelihood of something being a receptacle for these forces just by thinking about it. But we haven't found a method to control the outcome. And yet, there is something unique in us, in our dreams, in the conceptual reality with power, with our minds. What's the cause and what's the effect? Are we the starting point or just a necessary evil in this? A byproduct, a reflection, a projection? We'll struggle to find the answers to these hard questions or die trying. Von den Gesprächen bekommt man immer Kopfschmerzen. There is a curious correlation with the yet 4a. Jesse und ich folgten dem Dungaffen in die Höhle. Da waren sehr viele von ihnen. Es waren mehr Kinder aus der Stadt hinzugekommen. Es war echt unheimlich. Jesse ergriff den Projektor und wir rannten so schnell wir konnten davon. Sie jagten uns. Ich fiel und verletzte mich am Knie. Jesse versuchte mir zu helfen, aber die Dungaffen kamen näher. Sie würden uns bald eingeholt haben. Dann tauchte Neil auf. Neil sah aus wie ein Hund. Wie ein geschmolzener Hund. Aber ich wusste, dass er es war. Nils sagte ganz viele Male, dass es ihm nicht gefiel, ein Junge zu sein, weil Tom ihn gerade verprügelt hat. Ich glaube, ihm gefiel es, ein Hund zu sein. Der Projektor ließ sich nicht ausschalten, darum wechselten wir das Dia zur Hand. Ich hörte sie sofort. Sie versprach zu helfen. Jesse sagte, wir sollten sie Polaris nennen, weil sie gerade Sterne in der Schule hatten. Weiteres Dia, Bezeichnung Hand, ist verifiziert im Besitz der Behörde. Unbestätigte die Existenz eines paranatürlichen Wesens, Bezeichnung Hunde-Nier. Knowable forces intruding upon our world. In the form of altered world events. Das ist... Dann heißt das, dass die... Ich überlege gerade, weil Jesse erzählte uns, dass Polaris, so hieß das Wesen, so genannt, wenn ich mich richtig entsinne, wollte Polaris Polaris genannt werden und hat sich so sozusagen so vorgestellt. Aber Dylan meinte, dass Jesse diesen Namen jetzt gewählt hat, weil sie gerade Sterne in der Schule hatte. Naja, mal gucken, wie es weitergeht, was da jetzt gleich uns fehlen. Ja, wir haben 1a und 4a, da gibt es noch ein paar weitere Dokumente und irgendwie der Dio-Projektor muss ja auch noch da irgendwo sein. Das gucken wir uns alles aber beim nächsten Mal an. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, es hat dir gefallen, euer Kaninchen. Tschüss. Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Aboninchen. Bist du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da. Danke.